startete mein Ritterdasein mit nichts außer einer Feder an meinem Hut, einem Umhang auf dem Rücken und meiner Abenteuerlust. Ich brachte König Edward seinen Zauberspiegel zurück und er belohnte mich dafür mit dem Thron. Ach so, ich darf jetzt schon reden, ich darf jetzt schon spielen. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei King's Quest in Kapitel 3. Und ich habe jetzt hier gerade wieder mit einem epenbrechenden Intro gerechnet. Ja, da sind wir wieder zurück und wir sind zurück aus der Höhle vor allen Dingen. Hallo? Gamepad will noch nicht so richtig. Wir sind zurück aus der düsteren Höhle aus Kapitel 2 und ich muss direkt vorab sagen, Kapitel 2 war viel düsterer als Kapitel 1 es war. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist und auch so ein bisschen deprimierender und so weiter. Dieses Kapitel soll jetzt wieder so ein bisschen mehr werden wie Kapitel 1. Wir lassen uns überraschen. Ich kann noch gerade was angucken hier. Ein Stein. Ein Stein. Ein Stein. Was kann ich damit machen? Nichts, wir haben auch wieder nichts in der Tasche und wir können mal hier die Aussicht genießen, leider nicht. Aber noch ein Stein. Was hat's hier nur mit diesen Steinen? Das sind zwei Steine, die auch noch ähnlich aussehen. Drei! Was ist denn hier los mit den Steinen? Das fängt ja schon mal gut an. So, und dieser Teil? Ich erbte ein angeschlagenes, aber reizendes Königreich und führte das Land zurück zu seiner früheren Pracht. Das stimmt, das hast du getan. Ah, wir laufen durch die Jahreszeiten. Das Gitter sah da drüben besser aus. Okay. Aber die Pflanze, guck mal, da sind so Dinger dran. Das Gitter. Da drüben. Nicht da drüben. Ja, nicht da drüben, das sah da drüben tatsächlich besser aus. Können wir denn da hoch? Nein, können wir nicht. Oder hier, ich bin flexibel. Ach, ich mag das. Ja, es ist wieder ein bisschen heiterer geworden. Ich mag das sehr gerne. Ich muss auch zugeben, auch als alter King's Quest-Scherge, inzwischen haben wir die King's Quest-Teile ja ein bisschen gespielt. Ich weiß, den fünften müssen wir noch machen, aber auch als alter King's Quest-Scherge, ich mag den neuen Teil. Zweite Kapitel, aber trotzdem, ich mag den neuen Teil. Ich mag diesen Humor, die selbstironische. In wenigen Jahren wuchs ich zu dem König heran, der ich immer sein wollte. Na nü. Und obwohl ich stolz auf mein Daventry war, hatte ich das Gefühl, es würde etwas fehlen. Eine Frau. Eine Königin. Königin Velenice fehlt natürlich noch. Aber werden wir die in diesem Teil kennenlernen? Aber wir sind jetzt offenbar doch relativ, ne? Wir sind, guck mal, Bartwuchs. Er hat Bartwuchs. Der kleine Graham wird langsam erwachsen. Nein. Nein, Cedric! Oh Gott. Halt! Nein, das kann nie und nimmer stimmen. Das kann auf keinen Fall so passiert sein. Mir lag zu viel an dieser Eule. Nein. Ich muss ein Detail ausgelassen haben. Nein, dir lag nicht viel an dieser Eule. Oh, die armen Eulen. Oh, die armen Eulen, die Eulen heulen. Ich muss sie leider verbeulen. Die kleine Eule, die wir gerade gesehen haben, ja, die ist übrigens ein wesentlicher Bestandteil von King's Quest 5, was wir auf dem Retro-Channel ja auch noch spielen müssen, ich weiß, demnächst irgendwann sicherlich. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch noch, da hatte ich so die Überlegung, Talkie-Version oder nicht. So, hier haben wir die Schaufel. Aha, wir haben wieder was genommen und wir spielen das Intro offenbar irgendwie selber, habe ich das Gefühl. Nein, ich habe die Eule nicht im Stich gelassen, ich konnte ihren Sohn retten. Natürlich, ich wollte ihn nicht im Stich lassen, ich wollte ja weiter im Intro machen. Wir haben eine Schaufel. Ach, jetzt können wir im Intro zurücklaufen. Hä? Das ist aber strange. Wir laufen hier quasi, mit der Schaufel, die wir später gefunden haben, laufen wir jetzt, was? Okay, ich laufe jetzt mal ganz zurück. Hier sind wir nämlich der König, gerade noch frisch mit Krone. Später wollte er die Krone ja nicht mehr tragen. Und hier sind wir noch der ganz junge Graham. Einen Detail habe ich vergessen. Ich startete mein Ritterdasein mit nichts außer einer Feder an meinem Hut, einem Umhang auf dem Rücken, meiner Abenteuerlust und einer kleinen Schaufel in der Tasche. Ach, natürlich, die Schaufel und die drei Hügel.
die wahrscheinlich keine Steine sind. So, dann schauen wir mal. In der Erde war ein winziger, stacheliger Dorngrassamen. Die Fingernägel sind das Schönste, was ich jemals gesehen habe. So. Da war kein Schatz. Was? Du elender Erdhaufen, ich verfluche dich und die Deinen. In der Erde war eine kleine Eichel gepflanzt. Das ist doch großartig. So, okay. Dann haben wir die jetzt entpflanzt und die brauchen wir wahrscheinlich eine Jahreszeit später. Denn die Eulen, also ich vermute mal, es wird so sein. Guck mal, wir laufen jetzt hier weiter, ne? Meine Vermutung ist, wir haben jetzt in der Vergangenheit die Eichel geholt und diese Dornsamen. Und die Eulen hier... Schon wieder. Mädchen, 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 Mädchen. Etwas stimmt bei dieser Spatzenhirngleichung nicht. Ich überlege nochmal. Ich wollte doch jetzt nur die weinenden Eulen zeigen. Und die sind hier weiter hinten. Guck mal, hier mal eine Blume, noch eine Blume. Und hier sind die Eulen, hier wo der Fels ist. Das heißt, hier müsste eigentlich jetzt ein Baum stehen, wenn wir die denn retten wollen. Oder vielleicht ein Dornengebüsch. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht können wir das ja in der Vergangenheit korrigieren. Guck mal, die Setzlinge sind weg. Ah, die Setzlinge sind weg. Hier ist der Fels. In der Brandung. Das Gitter sah da drüben besser aus. Nein, nicht da. Nicht doch, doch, doch nicht hier. Doch nicht hier, mein Lieber. Wenn ich jetzt hier angenommen mal, wenn ich jetzt hier die Eichel, kann ich nicht. Schaufel, geht alles nicht. Und wenn ich jetzt nach da drüben gehe, ich hoffe jetzt kommt die Szene nicht schon wieder. Ich will mal testweise testen, was da... Warte mal. Warte mal. Da haben wir das Ding jetzt angebracht, ne? Und wenn wir jetzt in der Vergangenheit... Das ist ja schön, okay. Dass... Okay. Na gut, ein letztes Mal. Ich startete mein Ritterdasein mit nichts außer einer Feder an meinem Hut, einem Umhang auf dem Rücken, meiner Abenteuerlust, einer kleinen Schaufel, einer Miniatureichel und einem stacheligen Dorngrassamen. So, das heißt, wir starten jetzt direkt nochmal. Und jetzt versuche ich mal hier meinen stacheligen Dorngrassamen raus. Eigentlich wollte ich probieren, den jetzt nochmal einzupflanzen, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das bringt. Das sah wie ein toller Flecken für den stacheligen Dorngrassamen aus. So, nur mal testweise, ne? Wir können ihn auch hier hinten eigentlich einpflanzen, unter den Felsen. Da würde ich gerne die Eichel tatsächlich lassen, normalerweise, denn die Eulen sollen ja, jetzt wollte ich gucken, guck mal, hier wächst das nämlich an dem Gerüst entlang. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gehen... Oh, oh. Ich habe Angst. Ah... Wunderbar. Großartig. Ich wollte nur gucken, wie sich's über die Zeiten verhält, wie sich's über die Zeiten entwickelt. Ich wollte das jetzt nicht zwingend da stehen lassen. Wir können den Dorngrassamen auch da pflanzen. Entweder können wir ihn ganz rausziehen, aber ehrlich gesagt, ich möchte ihn da pflanzen. Warte mal, ich pflanze wieder aus. So, den haben wir. Ich sollte ihn eigentlich hier pflanzen, oder? Da, wo der Badger, Badger, Badger kommt. Das sah wie ein toller Flecken für den stacheligen Dorngrassamen aus. Ja, dann hau den mal rein da. Und dann machen wir vielleicht die... Ich weiß gar nicht. Machen wir die vielleicht hier hin? Ich pflanzte die Miniatureichel im Boden. Ein guter Weg, um einen Neubeginn zu feiern. Da sagst du was, da sagst du was. Okay, und jetzt müssen nämlich die Eichel... Ich weiß nicht genau, ob die Eulen dann da auch direkt nisten. Wenn man jetzt zum Beispiel das Ding... Oh, guck mal, da ist sie. Da drüben. So, warte. So, hier ist die Miniatureichel. Die braucht das hier aber nicht. Oder hier, ich bin flexibel. Nein, nicht da. Bist du doof? Wie kriege ich das jetzt da rüber? Das Gitter sah da drüben besser aus. Okay, ich probiere es nochmal. Ich versuche das mal nach rechts. Ich will das nach rechts schieben. Bitte schieb es nach rechts. Da drüben. Nein. Doch. Ah, Gott sei Dank. Ah, ich habe das Schlimmste befürchtet. Okay, theoretisch müsste das Ding jetzt hier wachsen, ne? Und dann gehen wir hier rüber. Vielleicht sind die Eulen jetzt alle tot, weil die im Stachelgebüsch hängen. Kann natürlich auch sein. So, hier ist... Da ist das Bäumchen.
Du siehst gerne zu, wie das Vogelbaby leidet, was? Du findest das zum Piepsen. Aber deine Mutter das? Aber ich hab oder doch... soll ich dich verpfeifen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab doch extra das Stachelgebüsch. Hier wächst schließlich gar nichts, weil hier der Stein kommt. Ich glaube, das ist der Grund, warum hier nichts wächst. Wir müssen wahrscheinlich das Ding... Ja, ist ja gut. Wir müssen das Ding wahrscheinlich hier hin und dann kommt hier das Stachelgebüsch hin. So machen wir es. So machen wir es jetzt und nicht anders. Ich dachte, vielleicht ist der Felsen dann weg, aber naja, das ist, mit dem Denken, das üben wir besser nochmal. Schön, das Intro gefällt mir direkt schon mal, dass das Intro ist. Unglaublich. So, hier nochmal ganz kurz babuddeln. So. Ich mag diesen Sprung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und ganz heroisch, guck mal, wie er da steht. Ganz heroisch blickt er schon nach vorne. So. Und jetzt raus mit dem Lachs. Die Lim. Und rein mit dem Lachs. So, dann haben wir das ja auch schon mal. Und die Eichel kommt dann dahin. Schön. So, jetzt sollte aber einer glorreichen Zukunft nichts mehr im Wege stehen. Und König Graham kümmert sich auch um die kleinen Kreaturen. Wobei, ganz ehrlich, Cedric, ja... Oder hier, ich bin flexibel. Aber vielleicht hat man im fünften Teil Probleme, wenn Cedric hier entführt wird, dann hätten wir echt Probleme. Dass der hier überhaupt schon auftaucht, wundert mich. Aber hier ist noch eine kleine Babyeule. Deswegen, das ist glaube ich der Junge, der kleine Cedric. Wir werden ihn später noch kennenlernen, in einem anderen Spiel. Der Anblick der Eulenfamilie ließ mich lächeln, aber ich spürte eine Leere. Mein Königreich erblühte, aber ich war einsam. Für wen baute ich mein Daventry auf? Für dein Volk. Natürlich für dein Volk. Für wen denn sonst? So, das Ding kann ich nicht mitnehmen. Für dein Volk. Nicht für deine Königin natürlich. Also auch, aber primär für dein Volk. Guck mal, wie die sich freuen. So, dann haben wir das jetzt hinter uns. Mit ein paar kleinen Quirilern. Das Gefühl der Einsamkeit wurde nur temporär durch meinen knurrenden Magen vertrieben. Ich ging zum Schloss zurück, um etwas zu essen. Das ist eine formidable Idee, da komme ich gleich mit. Was ist all das Essen wert, wenn man es nicht teilt? Wie unhöflich. Hier, bitte. Sire, Daventry Dekret 74311. Ich weiß. Keine Tiere am Tisch erlaubt. Hat Amaya meine Essenseinladung angenommen? Sie sagte, sie hätte Pläne für das Abendessen, aber nicht mit wem. Sie war etwas vage. Hast recht. Vielleicht kann ich ja wirklich die Gardisten einladen. Graham, nur zu gerne. Wirklich gerne, aber... Ja, Dekret 112 hoch 23. Leider, Sire. Gut, na schön. Oh, bevor ich's vergesse. Larry, ich habe doch das Budget für euer persönliches Ross bewilligt, ja? Richtig. Mein persönliches Ross. Danke. Ich könnte mit dem Überschuss vielleicht den Geruch von Nummer 2 kaschieren. Nein, ich meine Gardist Nummer 2. Er riecht wie Sirup. Es ist nicht auszuhalten. Sogar mein Helm ist schon beschlagen. Du gewöhnst dich dran. Du hast vollkommen recht. Wir sollten aus all dem Essen einen Gast basteln. Was? Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Was? Bitte was? Der will sich aus Essen... Der baut sich jetzt aus Essen eine Freundin oder was? Das muss ja sehr einsam sein. Haben wir denn... Ach, oh, das ist der Thronsaal. Oh, der Thronsaal. Sieht hier natürlich ein bisschen anders aus. Und guck mal, es ist ein dualer Thron. Eigentlich, normalerweise war es immer ein einziger Platz für den Thron, wenn wir uns dann recht entsinnen. Ich guck mal ganz kurz. Jemand hatte als Wink einen zweiten Thron neben meinen gestellt. Ich wette, es war Gardist Nummer 2. Er wurde mit den Jahren etwas griesgrämig. Echt jetzt?
Jetzt machst du schon Witze mit deinem Namen. Stimmt. Der Witz hatte meinen Bart. Schön. Ich mag das. Ich weiß nicht. So. Was? Trülle? Was steht da? Tülle, Tülümpf. Triumph. Ach, Triumph. Ist das nicht so eine alte Rasierermarke? Triumph? Irgendwie so aus den alten Zeiten. Was für Muskeln. Und da fiel es dir so schwer, eine Frau zu finden? Ich habe mir diese Muskeln für mich selbst erarbeitet, Gwendolyn. Danke. Leider habe ich den Leg-Day geskippt. So, okay. Triumph ist alt. Ja, der sah frischer aus, ne? Den haben wir auch nie richtig gesehen, nur zwischendurch immer mal. Der war immer sonst so... Ja, der war weiß, glaube ich, und jetzt ist der schon... Boah, ist auch ein Spiel übers Älterwerden natürlich, wie man auch an Graham sieht. Der natürlich hier natürlich ein schnittiger junger Mann noch ist, aber eigentlich erzählt er das natürlich als alter Herr. Du hast vollkommen recht. Wir sollten aus all dem Essen einen Gast basteln. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Warum hat er denn so übermäßig viel zu essen? Das verstehe ich aber auch nicht. Tja, würdet ihr denn mit mir zu Abend essen? Das klingt wunderbar, aber ich darf meinen Bus nur bei Alarm verlassen. Oder wenn die Erbsen nachgefüllt werden müssen. Tja! Oh, sie haben schon wieder zu viel Lavendel genommen. Das rieche ich von hier. Das heißt, wir haben das Königreich gerettet. Wir haben alles getan. Und letzten Endes sind wir aber doch ganz allein geblieben. Und von all den Gästen, die hier geladen waren, wie man sieht, ist niemand gekommen. All die Freunde, auch die wir im ersten Teil, geholfen haben, im zweiten Kapitel haben wir die alle befreit, aber niemand von denen kommt, weil natürlich, alle haben irgendwie ein eigenes Leben, alle haben eigene Pläne. Nur Graham, der hat jetzt alles, aber irgendwie auch nichts. Auf der anderen Seite denn auch noch welche? Nein. Du hast vollkommen recht. Wir sollten... Achso. Ja, das sollten wir wohl. Hier sind... Also vorne können wir die Poster runterzwirbeln. Hier offenbar nicht von den hinteren Stühlen. Okay, aber wie wir jetzt da einen eigenen Gast rausbasteln, das weiß ich natürlich nicht. Und wie wir jetzt hier rauskommen, weiß ich auch noch nicht. Bramble-Porträt, Amaya-Porträt und Chester. Mich täuschst du nicht. Das kommt da nicht hin. Wes? Kann ich vielleicht hier? Runder Stift, eckiges Loch. Was? Natürlich gehört das da nicht hin, aber was? Wie soll ich denn aus dem Essen jetzt einen eigenen Gast basteln? Kann ich nicht irgendwo hingehen? Hier. Ach so, okay. Kann ich vielleicht jetzt hier den Kleiderständer hinstellen? Das ist gut. Was können wir noch hinzufügen? Stimmt, sie braucht einen Umhang. Purpurner Umhang. Wie wär's mit einem Hut? Was nehmen wir für das Gesicht? Boah, es ist traurig. Ach, Graham, das ist so traurig. Er ist der König. Und oh, das ist einfach so... Was für Muskeln! Ja, das wissen wir schon. Liebe Damen, Entschuldigung, dass ich jetzt abbrechen musste. Ich weiß, ihr habt gerade alle den Lippenstift nachgezogen und die Lefzen gebleckt. Haben wir denn hier irgendwas purpurner Umhang? Wo soll ich denn hier einen purpurnen Umhang hinkriegen? Tja, würdet ihr denn mit mir... Das könnte als Umhang dienen. Ja, dann können wir das vielleicht zuppeln hier? Zuppeln? Tja, das könnte als Umhang dienen. Ja, wenn ich da rankommen würde, wäre ganz toll. Ich weiß aber nicht, wie ich das aufheben soll. Stimmt, sie braucht... Okay, pass auf, ich mach erstmal ein Gesicht hier, ne? Also, Bramble ist sowieso vergeben, Amaya weiß ich nicht, vielleicht auch, die hat heute auch was vor. Und Chester, nun ja. So.